Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück mit Österreich bei Victoria 3. Die letzten paar Male haben wir vor allem darauf geschaut, dass unsere Wirtschaft wächst. 163 Millionen, 164 Millionen GDP mittlerweile nicht schlecht. Schauen wir mal. Haben wir. Oh, Großbritannien ist irre gestiegen jetzt. Du deppert. Ja, Qing haben wir bald eingeholt. Offensichtlich hat der Patch geholfen, dass Großbritannien besser gespielt wird vom Computer, von der AI. Weil vorher war Großbritannien ja ziemliche Nudel. Also in den Spielen, die ich gespielt habe, ist Großbritannien immer binnen kürzester Zeit von Frankreich als stärkste Wirtschaftsmacht abgelöst worden. Und wie schon gesagt, das erste Mal, wie ich mit Österreich gespielt habe, war ich auch extrem schnell an Großbritannien vorbei. Aber dieses Mal schaut's gut aus für Großbritannien. Ja, schauen wir mal. Vielleicht haben sie ja noch die eine oder andere Revolte, wer weiß. So, wir hatten eine Wahl zwischen den zwei. War die Wahl, also ich habe abgedreht und dann war kurz auf die Wahl. Wir haben ein Contested Government. Vielleicht, wenn wir eine Partei mit reinnehmen, vielleicht können wir dann die eine oder andere moderate Reform machen. Nö. Was ist, wenn ich euch mit reinnehme? Oh, die Kommunisten und die Christlich-Sozialen passen nicht wirklich gut zusammen, okay? That's that. Na, das geht auch nicht. Gut, das ist gar nicht gut. Was, wenn ich die rausnehme und die. Wow, die wären eigentlich auch ganz gut. Was, wenn ich die rein tue? Oh je, die passen auch gut zusammen. Kommunisten und Liberale passen nicht zusammen. Wie kann das nur sein? Wir könnten natürlich diese Partei rein tun, aber das geht gar nicht, weil da die Aristokraten ja nicht dann drinnen sind. Okay, dann bleiben wir nur mit den Aristokraten wieder. Also nichts mit Reformen. Oh, warte mal, die Aristokraten? Nein, sie sind noch dagegen, gegen Elected Bureaucrats. Na, Peasant Levies, egal was ist, das machen wir nicht. Versteht mich nicht falsch, Freunde, aber. Consumption-Based Tax nehmen wir auch nicht. Das würden sie mögen, die Aristokraten. Land-based würden sie auch mögen. Das ist interessant. Warum eigentlich? Die Aristokraten sind die, die am meisten verlieren würden von Land-based Taxation. Verstehe ich nicht ganz. Wir könnten natürlich Outlaw Dissent machen. Würde uns mehr Autorität geben, aber weniger Technologie. Das ist natürlich mies. Keine Technologie ist schlecht. Serfdom können wir auch vergessen. Legal Guardianship wieder machen. Plus 5% Birthrate. Interessant. Presidential Republic. Naja, das war abzusehen, dass das keiner mag. Total Separation. Da sind sie zumindest nicht dagegen. Rein theoretisch, wenn man. Ich finde das absolut großartig. Die liberale Partei, die Kirche ist bei der Constitutional Party, also bei den Liberalen dabei. Wie kann das sein? Wie ist das passiert? Wie konnte das je passieren? Wieso sind die da dabei und nicht bei den Christlich-Sozialen? Das kann doch gar nicht sein. ja. Egal.
Ja, wenn ich das reinhau, wird es ein bisschen schlechter. Wieso eigentlich? Könnten wir Separation von der Kirche machen, aber andererseits. Nee. Nee. Wir lassen alles beim Alten. Wir lassen alles beim Alten. So wie sich's gehört. So muss Österreich. Nix. Nix darf sich ändern, Schatz. Und Deutschland schaut ganz gleich aus wie vorher. Vielleicht, dass wir noch Pommern machen. Das wäre irgendwie cool, Pommern. Vielleicht macht ja Preußen irgendwann mal einen blöden Move und dann können wir Pommern befreien. Das wäre auch schön. Gut. Also die Grand Exhibition, die wir da angefangen haben, die ist jetzt nicht so großartig. Skyscraper, vielleicht kann man noch den Skyscraper schaffen. Aber das glaube ich nicht. Rechtzeitig. Forschung schaffen wir auch nicht mehr rechtzeitig, weil wir machen die Dings, den Zeppelin. Where is the Zeppelin? Der Society. Da ist er. Eine coole Sache, das. Ja, alles gut, alles gut. Wir verlieren Bürokratie, aber das ist nur so lange, dass der Skyscraper drinnen ist. Danach haben wir wieder positive Bürokratie, das passt dann schon. Ja, in Kriegen sind wir gerade keinen. Wie schon gesagt, da haben wir diesen Konflikt, aber der kann uns eigentlich wurscht sein. Sie haben egal, unterstützen die Briten. Finde ich, also nein, würden sie unterstützen, rein theoretisch finde ich lustig. Die aufsässige Peasants Revolt. Advanced Egalitarianism. Ich sollte mich eigentlich auf die britische Seite stellen. Aber die wollen auch promote liberal reforms. Ekelhaft. Keiner mag euch. Briten, keiner mag euch. Mein Computer ist so langsam. Ich habe das bei anderen gesehen. Da geht es so, wenn die auf Stufe 5 gestellt haben. Mir ist das so ein langsames Dahinschlöppeln. Okay, ich glaube, wir können mehr Konstruktionsdings bauen. Wir machen ein Plus, obwohl wir niedrige Steuern haben. Brauchen wir noch eine Construction Site? Ah, warte mal, oder vielleicht. Machen wir eher zuerst, dass wir alles umstellen auf Steel Frame Buildings. So, schauen wir mal, weil wir haben ja in der Zwischenzeit Stahl gebaut. Okay, wir brauchen Elektrizität. Okay, muss sein. Wir brauchen Maschinen, Glas und Stahl. Und Blei brauchen wir auch. Na gut. Ah, warte mal, nein, das können wir eh von hier aus machen. Das ist doof. Nein, von hier aus machen, meinte ich. So, Maschinen. Expand Motor Industries. Schauen wir mal. Wo brauchen wir denn schon Maschinen? In Österreich und Westgalizien. Machen wir da weiter. Gas. Jetzt gehen wir in Venedig, Böhmen, Ostslowakei. Lead. Und Sinai. Südtransylvanien. Und Schlesien.
Und Aiden, das ist auch wieder teuer. So. Und Stahlwerke. Okay, was ist das? Montenegro offers to owe us an obligation if we will back them in their ongoing diplomatic thing gegen die radikalen Montenegriner. Ach, Libertarianism. Git. Konservative Agenda. Auf jeden Fall. Mein Freund, auf jeden Fall. So, was ist da? Was ist das da? Danzig gegen radikales Danzig. Was wollt ihr? Konservative. Was wollt ihr? Liberale. Ja. Wir unterstützen natürlich die Konservativen. Russland ist auf der Seite. Muss ich vorsichtig sein. So, Die Works Accident. Several workers die today. Ha. At the Lower Egypt Dye Works. Was für ein Wortspiel. When an industrial-sized tub of hot dye accidentally spilled out over the workshop floor and the unsuspecting workers. Shall all die sooner or later. Danke. Shall not have died in vain. Bringt das? Das bringt uns einen Plus für die Trade Unions. Seid ihr wahnsinnig? Mehr Radikale. Ich weiß nicht, ob es noch mehr geht. So. Montenegro Front. Okay, gut. Ja. Machen wir mal die 25.000. Und ihr geht's mit bitte um diese. Einfach. Und die stehen da einfach rum. Die verteidigen nur. Vacuum Canning unlocked. Yay. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, Öl. Das ja, wir sind noch immer im Plus. Finde ich gut. Und jetzt 246. Dann machen wir doch noch eines. Letzte Seite. Erste Seite. So, warte mal. Wo haben wir denn Food Industries? Vacuum Canning braucht Öl. Ja, Öl haben wir aber keines. Können wir Öl von irgendwoher kaufen? Schauen wir mal. Das stellen. Dann sollten wir sehen am Markt, dass hier Öl ist irgendwo, oder? Müssen wir vielleicht warten. Da. So, Öl. Establish Import Route. Irgendwo? Jo, gibt's. Skandinavien. Chingmarkt. Okay. Und schon produzieren wir zu viel Öl. Da auch gleich umstellen.
Wir holen uns 20 ins Land und wir verbrauchen 25, nur passt. Wir haben eigene Whaling Stations. In Nordmadagaskar. Schau dir was an. Okay, warte mal, was ist das? Das ist noch so ein komischer Konflikt. Da, los. Die Revolutionäres Macha gegen Mara. Ihr seid Foster Traditional Values, Defend the Borders. Klingt mal ganz, ganz logisch und gut. 20 Egalitarianism. Wirklich. Das ist ja wohl eindeutig auf wessen Seite wir sind hier. Ja, das sind die Russen auf der Seite und da wird nichts. Ich habe keine Lust, ich habe da keine Lust, irgendwie einzugreifen. Für Danzig gegen Russland kämpfen, das ist nichts, wofür es sich lohnt zu sterben. Noch ein Konflikt, bist du irre? So viele Konflikte. Alles zusammen. Sambas und das Dutch East Indies. Was willst du? Willst konservativ sein? Und was willst du? Auch konservativ sein, aber das Problem ist ja, glaube ich, eher. Was willst du? Ja, Foster Traditional Values. Naja, das passt eh auch. Müssen wir keine Seite unterstützen. Rubber has been discovered in Amhara. Okay. In Oromia. Passt auch. Soll sein. Kann ich leben mit. So, schauen wir mal. Wir sind ja die Einzigen, die da supporten, oder? Ja. Und wir haben hier auch alles unter Kontrolle. So, wenn der Krieg anfängt, werden wir den gleich gewonnen haben. Ja. Das ist kein Krieg. Bestenfalls ein Scharmützel. Ein Scharmützel. Ein Scharmützel. Mützel. So, schauen wir mal. Was passiert hier eigentlich? Wir haben elected bureaucrats. Da wäre ich sogar dafür, aber das Problem ist, die setzen sich nie durch. Nicht mit dem Radikalismus. Presidential Republic. Und Total Separation. Ja, aber in Wirklichkeit sind die jetzt alle nicht so super toll, was die Unterstützung betrifft. Ja, okay, das ist ziemlich grausam gewesen. Wieso sind wir jetzt da wieder runtergegangen eigentlich? Ach, wegen des Krieges. Wir haben nicht mal angegriffen, wir haben nur jemanden unterstützt. Political Movement disbanded, ah ja, und welches? Ah, das da. I see. Ich würde eh keinen Krieg machen. Fragt doch meine Nachbarn, warum sie das tun.
So, the planning of the exhibition causes controversy as its opening approaches. Members of the Austrian aristocracy have expressed their concerns about the mass of visitors becoming a potential revolutionary mob. Concerns are unfounded. Wir haben zurzeit eh keinen, also so gesehen. Ist auch schon wurscht. Wir losen sowieso schon total ab, also so gesehen passt das schon. In dem Fall wäre es echt nett, wenn der Krieg echt vorbei wäre, wenn du 100% von dem Land erobert hast. Ich meine, nichts für ungut, aber in dem Krieg ist niemand anderer mehr drinnen. Oh, warte mal, was ist denn das? Das habe ich gar nicht gesehen. Mist. Radikales Mecklenburg gegen Mecklenburg, oder wie? Ach, shit, das wäre cool gewesen. Da hätte ich mich einmischen können. Ärgerlich. Zu spät. Zu spät. Wäre natürlich lustig gewesen, mich auf die radikale Seite zu stellen. Um noch etwas den Preußen wegzunehmen. So, was haben wir da? Government Administration wird hier ausgebaut, finde ich gut. Skyscraper sollte auch bald fertig sein. Oh, was ist das? Württemberg gegen radikales Württemberg. Konservativ. Konservativ. Passt. Ihr hier greift an und zwar, keine Ahnung. Württembergisch bayerische Front. Das sind wir überall vorne. Bei Bayern auch auf unserer Seite ist deshalb. Nur da. Besser. Der Report von Württemberg, okay. Auch nicht so schlimm. Wir das bitte beschleunigen. Ich meine, ich bin auf der Seite von denen. Ihr könnt ruhig aufgeben. Rebellen, ihr. Ihr Rebels. Ihr Rebels. Bell, Bell. Reapers. Lauter. Lauter. Friedene Leute, ganz Deutschland. Achso, wir haben ein Minus, weil wir gerade die Governmental Administration Zeug machen. Komm schon, Skyscraper.
So, du, mein Freund. Möchtest du mir nicht das machen? Oh, noch ein Diplomatic Play. Was ist da? Mecklenburg-Strelitz. So, schauen wir mal. Ihr seid liberal. Finde ich nicht richtig. Ihr seid etwa, ist noch schlimmer. Bin ich verein von den beiden? Ich möchte ich helfen. Na, no, das kann ich auch ignorieren, oder? Wenn ich ihnen nicht helfen kann. Ich meine, ich kann gerne mich auf diese Seite stellen, aber. Hannover. Da bin ich auch natürlich drinnen, weil Konservative passt. Konservativ passt dann. Ja, passt schon. Mehr als die 25.000 werde ich da hoffentlich nicht brauchen. Oder? Na, vielleicht noch eine zweite Truppe. Euch hier. So. Wir stehen zu unseren Verteidigungsbündnissen, so sind wir halt. Oh, wir sind da wieder gestiegen. Wie das? Wie kann das sein? Was habe ich jetzt getan? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wovon das abhängt. Was da passiert. So, was haben wir da? Waiting the Grand Exit. German Unification. Path to Liberalism. Und Socialism. Beides wollen wir nicht. From Farms to Factories und Urbanize Austria. Na bitte, langsam auch näher. Komm auch näher. Das schaffen wir nie, wenn wir so weiterspielen, wie wir spielen. Na, immerhin, Hannover hat sich lang genug Zeit gelassen, dass wir mit dem Württembergischen Krieg fertig sein werden, bevor Hannover startet. Ich jetzt. Ich habe euch die Hilfe von Frankreich geholt, anstatt meine. Ich bin beleidigt. Aber was soll das bringen? Ich meine, das ist. Das ist Inland, da kommt Frankreich nicht einmal hin. Arg. Beziehungsweise, was ich natürlich machen könnte, wäre den Typen runterzunehmen, würde es auch schneller gehen. Ihr greift bitte hier an. Huch. Das ist schon besetzt, oder? Ja, das ist schon besetzt. Okay, warum sind da so viele Typen? 54.000, das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein. Woher kommen die? Hat irgendjemand anderer noch mitgeholfen? Nein.
Okay. So, schauen wir mal. Wieso bist du wieder da? Sagt er mir das? Yay, Skyscraper Survey is complete. Skyscraper site identified. Our architects and engineers have identified Vienna in Austria as the optimal site to begin construction of a skyscraper. Yay. Plus 10% construction sector building. Throughput. Nicht schlecht. Austria vs. Skyscraper Survey. Perfekt. Gut. Dann bauen wir einen Skyscraper, oder? Hierher. Nach Austria. Good old Austria. It's a skyscraper. Okay. Construction. Und skyscraper ganz nach vorne. Also falsche Tastenkombination. Auf 50 Wochen. 17 Monaten. Knapp. Doch. Aber zum Beginn der War noch immer urviel Geld. Obwohl wir mobilisiert haben. Ah, und wir haben jetzt auch wieder einen Haufen Bürokratie natürlich. So, ich meine, das müsste eigentlich reichen, oder? Wir haben eine Stärke von 77 gegen ihre 14. Im Normalfall sollten wir auseinandernehmen, egal wie stark wir sind. Ja, die sind nicht ganz so schwach, die Rebellen von Hannover. Württembergische Rebellen hingegen, sagen wir mal, eher unter jeglicher Kritik. So. Warte. Na komm schon, machen wir die Radikalen fertig. A good vintage, das klingt gut. The wine produced in South Tyrol has been lauded by sommeliers as outstanding. Make this an exclusive product for export. Unser Prestige oder increased production to meet the booming demands. Ah, das war so teuer.
Nicht einmal das teuerste Luxury, aber es ist so teuer. Aber das ist ja gut. Na, warte mal. Mehr Markets. Und machen wir eine zweite in Bäckisch. Einfach weil es lustig ist. Produziert nichts außer Kunst in Bäckisch. Machen wir das so. Gut. Militärisch sind wir recht gut benannt. Ja, Engines sollten wir noch ein paar bauen. Gut, außerdem fällt mir ein, dass man ups, warte mal. Die haben keine Leute mehr in Dalmatien, sehe ich gerade. Okay. Dalmatien. Bitte nimm das einfach zurück. The following vocals were enforced on Mecklenburg-Württemberg. That's okay. Kann ich leben mit. Hannover ist auch fast durch. Passt. Bald wieder außerhalb des Kriegs. Triggers the event touching the sky. Wow. 80.000 im Plus. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir bauen mehr. Tada. Was ist das? Ach, ich weh. Schon wieder Montenegro? Das gibt's ja nicht. Wie viele Revolutionen habt ihr eigentlich? Pro Tag. Mag ich ja nicht. Oh, warte mal, Institutionen. Ich müsste eigentlich die Polizei stärker aufbauen können. Yep, kann ich. Hey, wieder eine Obligation. Na klar, machen wir das wieder. Und wir werden wieder dich schicken. Und zwar daher. Ach so, I see. Wir sind noch immer nicht mit dem einen Krieg fertig. Ach, wir werden nie mit den Kriegen fertig werden. Was ist das? Nassau.
Ah, okay. Die beiden. Ja, wenn ich schon da bin, das sind konservative Maintain of Power Typen. Das sind konservative Defender Borders Typen. Tatsächlich leaning towards this guy. Er ist etwas reaktionärer als die anderen. Kommt gar nicht aus dem Krieg für ihn raus. Ist der Krieg zwischen Danzig noch immer? Geh bitte. Das hoffe ich nicht euer Ernst. Okay. Da ist Russland auf der Seite und sie verlieren trotzdem. Finde ich gut. Nein, sie verlieren nie. Sie sind ja nicht gegenseitig annektiert haben, oder? Ja. Ich meine, wenn Russland nicht schickt, dann wird dieser Konflikt für immer und ewig so laufen. Weil wenn sie keine Truppen haben, haben sie keine Truppen, die sie aufeinander loshetzen können. Dafür gibt es große Verbündete. Aber mich habt ihr ja nicht versucht zu ich hätte es für eine Obligation gemacht. Und Montenegro. Geht auf die Seite von Minsk. Wie wollt ihr überhaupt unterstützen, ihr Wappen? Habt ihr irgendwas gekriegt dafür? Schon nichts so. Okay. So, 308. Und wir haben mehr als genug Geld. Kaffee, Ben, Kasten, Ben, Necht. Keiner mag Katiri. Vielleicht kann ich euch helfen. Konservativ passt. Wie geht? Stelle uns auf diese Seite. Überall auf der Welt, wo es liberale Revolten gibt, müssen sie niedergehen. Katire sind nur auf der arabischen Halbinsel Geld da. Was ist noch so? Also wollten wir den Oman nicht erobern? Sollten wir machen, sobald die Exhibition weg ist. So, mit dem Skyscraper. 23 Wochen. Durch 4 sind die Monate. Sind es 5 Monate. 6 Monate. Passt. Der Skyscraper ist also fertig, bevor die vielleicht ist das gut für die Exhibition, dass wir das gemacht haben.
Dann gib Gas. Skyscraper. Ich will das noch haben. Diese Folge. Oder? Puh, Folge war schon lang. 46 Minuten. Wie schon gesagt, mein Ding ist so langsam. Nämlich unsere Bau Q schon sehr, sehr niedrig. 170 Millionen. Ja. Aber wirklich was machen müssen wir dafür ja nicht. Na, schauen wir mal, wo sind noch Schwächen? Könnten wir auch bauen. Ich für nicht mehr Food Production. Okay. Da ist nichts passiert in dem amerikanischen Krieg dort. Finde ich gut. Furniture. Wir mal da aus. Oh, warte mal. Holz. Ein bisschen Logging Camps können wir machen. Ah, das machen wir in Slowenien. Slowenien ist ein einzelnes Logging Camp. Nichts anderes in Slowenien. Papier. Sollten wir auch wieder ein paar machen. Was, schon wieder Hannover? Geht's euch noch gut? Aus diesen Kriegen nie wieder raus. Ah, zu spät. Okay, zu spät. Ist uns wurscht. Wir noch machen können, naja, wurscht. Warum haben wir jetzt so viel Minus? Ah, wegen der Arts Academy. Okay. Okay, warte mal. Müssen. Unsere zwei Truppen. Du greifst bei der Elbefront an. Und du greifst bitte in der Braunschweigfront an. Passt. Oh, na so, wie ist der Krieg gelaufen? Wer hat gewonnen? Radikales Nassau hat gewonnen. Finde ich gut. War radikales Nassau, das waren die Konservativen, gell? Während Nass, wenn nicht das. Während
Auch konservativ. Okay, passt. Ist wurscht, wer von den beiden gewinnt. Eine Revolte noch jagt die andere. Komm schon. Skyscraper, 5 Wochen. Und in 7 Monaten ist die Grand Expedition. So, sagt sie mir, warum da noch immer so wenig Leute drinnen sind? Warum haben wir nur 4.300 von den 15.000 Leuten hier? Das ist doch nicht normal, oder? Auch irgendein Fehler sein. Oder dürfen nur Österreicher in die Armee? Nein, das kann nicht sein. Dann müssten wir das Problem ja auch in Danubia und in Polen haben, oder? Mehr Neutralität. Yay. Okay, wir machen Folgendes. Du. Gibst mir jetzt bitte nochmal 30 Punkte hier. Yay! Skyscraper was successfully done. Touching the sky. Construction of the Vienna Skyscraper. Das ist der Ringturm, bitte, meine Lieben. Einige Jahre zu früh. Vienna Skyscraper in Austria is complete. Dominating the skyline, it inspires all who gaze upon it. A magnificent achievement. Sind nur plus 25 Prestige für 5 Jahre. Doch wenig, aber naja. Wer weiß. Wie gesagt, knapp dran. Großbritannien hat jetzt echt einen schönen Start gelegt. Ihr seid sowieso im Wahnsinn. Okay. Aber Skyscraper hat jetzt nicht wirklich viel da gemacht, oder? Sollen wir noch warten auf die Grand Expedition oder machen wir das in der nächsten Folge? Wahrscheinlich machen wir das in der nächsten Folge. Schauen wir uns noch schnell den Krieg an, was da passiert. Sollte nicht allzu viel passieren. Okay. Ja, das war's dann mit der. Mit dem Aufstand. Aber kannst du dich nicht besser um deine Aufständischen kümmern, so wie ich? In den freien Lauf lassen und sie herumrennen lassen? Oh mein Gott, überall Radikale. Nirgends Loyalisten. Oh, schrecklich. Was ist das da? Radikale. Ein paar Loyalisten. Hey, Steel Railway Cars. Das ist auch nett.
Okay, gut. Lassen wir das bis zum nächsten Mal. Ich meine, wir haben da fast gewonnen, könnte man sagen. Wo sind da meine Truppen hin? Wieso sind die einfach weg jetzt plötzlich? Ja, vorhin waren sie noch da. Kann jetzt sein, die können nicht einfach ins Nichts verschwinden. So ärgerlich. Okay. Meine Lieben, der Krieg ist quasi vorbei. Solange nichts Neues passiert, was ich irgendwie hoffe, sind wir zur Ground Expedition, zur Opening von der Ground Expedition tatsächlich. Könnte das sein, vielleicht. Schauen wir mal. Okay. Liebe Leute, wir machen Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen statt einer halben. Haha. Schlaf gut, träumt was Schönes.